Moin, da bin ich wieder mit einem neuen Video und zwar dem ersten im neuen Jahr. Und weil das neue Jahr noch recht frisch ist und wir vielleicht alle noch ein bisschen das Bedürfnis haben, gemütlich reinzukommen, ich zumindest, starten wir heute voll entspannt mit einer Nähanleitung, nämlich für den Weekender Annabelle. Ja, der Weekender Annabelle, das ist ein Schnittmuster, das weckt bei mir so total nostalgische Gefühle, denn Annabelle ist das erste Schnittmuster, was ich für das Snapply-Magazin erstellt habe. Das ist inzwischen ein bisschen mehr als 3 Jahre her. Meine Nostalgie trägt mich zurück in mein altes Nähzimmer, hohe Decken, volle Stoffregale und es war einfach schön. Es war einfach eine schöne Zeit, in der ich das Ganze erstellt habe und die ersten Prototypen genäht habe und natürlich dann auch die Projekte, die im Snapply-Magazin zu sehen sind. Und es ist eine meiner meistgeschleppten Taschen geworden. Ich habe tatsächlich 3 Modelle immer wieder in Benutzung. Eine ganz einfache schwarze, die der ein oder andere von euch vielleicht von meinem Instagram-Kanal kennt. Dann gibt es eine mit einem Retro-Muster, mit einem bedruckten Kunstleder, die ihr im Snapply-Magazin sehen könnt. Und die Variante, die hier hinter mir steht, nämlich meine Schwimm- und Badetasche. Die ist jetzt pandemiebedingt nicht ganz so viel geschleppt worden, weil die Schwimmbäder so lange zu hatten und so viel zu hatten. Aber es ist und bleibt einfach meine Schwimmtasche und sie ist vorher genug geschleppt worden, dass man ihr die Gebrauchsspuren tatsächlich auch langsam ansieht. Die große Tasche ist in der Maxi-Größe und heute nähen wir aber eine etwas kleinere, denn die Tasche gibt es in 2 Varianten. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was ihr für Material braucht und wo ihr das Schnittmuster findet. Ja, wie ich es gerade schon erwähnte, das Schnittmuster ist damals entstanden fürs Snapply-Magazin und da ist es natürlich naheliegend, dass ich für dieses Video wieder mit Snapply zusammengearbeitet habe. Wir schauen jetzt als erstes einfach mal im Snapply-Magazin den Beitrag an, wo ihr den Schnitt findet und die Materialliste und dann kommt das Schöne, die Stoffe. Wenn ihr auf snapply.de seid, findet ihr hier oben das Snapply-Magazin. Das öffnet sich dann in einem separaten Tab und hier habt ihr allerlei Schnittmuster-Freebies der Reihe nach aufgelistet und auf der anderen Seite die Suchfunktion. Und da das Schnittmuster schon etwas älter ist, nutzen wir genau die, damit wir es jetzt ganz schnell finden. So, und direkt hier haben wir es auch schon und besagte Tasche, die ich eben erwähnte mit dem Retro-Muster. Und wenn wir hier jetzt so ein bisschen runter gucken, dann kommt erst einmal die komplette Materialliste. Das schauen wir uns dann gleich auch nochmal am Material selber an. Und hier geht es zum Schnittmuster, das ihr euch als ZIP herunterladen könnt und dann anschließend mit 100% und ohne Anpassung der Seite ausdruckt. Ja, schauen wir also die wunderschönen Stoffe an, die ich ausgesucht habe. Und ich habe mich total aus meiner Komfortzone heraus bewegt. Und das bedeutet, ich bin ein bisschen in diese Sand- und Gräsch- und Nude-Töne gegangen, die im Augenblick so angesagt sind. Und habe gedacht, ich gucke mal, ob ich mit dieser Herausforderung, die Stoffe zu kombinieren, klarkomme. Ich kann euch eins sagen, ich glaube, ich habe noch nie vorher den Traummann gefragt, ob er mir beim Aussuchen der Garnfarbe und der Reißverschlussfarbe helfen kann. Heute war es soweit. Aber ich glaube, wir sind zu einem ganz coolen Ergebnis gekommen. Als Hauptstoff für die Außenseite der Tasche habe ich einen Canvas mit solchen Lineart-Gesichtern und diesen bunten Klecksen. Die bunten Kleckse, die haben auch tatsächlich so ein bisschen diese Herausforderung ausgemacht. Denn ich wollte das schön wieder aufgreifen in den Accessoires und in der Hardware, was da eben an Farben vorkommt. Für innen habe ich dieses Mal entschieden, auch einen Canvas zu nehmen. In der Anleitung, da habe ich einfach mit einer Baumwollpopeline genäht. Das funktioniert auch wunderbar, aber ich möchte der Tasche ein bisschen zusätzlichen Stand geben, ohne sie jetzt mit was Hartem wie einem Dekovil zu verstärken. Deswegen ist es für innen ein Blümchen-Canvas geworden. Auch der auf so einem Naturton und ich habe zwischendurch echt überlegt, ob ich ihn vielleicht nach außen nehmen sollte, aber ich finde immer, kleine Muster sind einfach in Taschen so ein Hingucker und die dunkleren Töne fand ich jetzt auch einfach für innen passender als für außen. Mal gucken, vielleicht wird einfach aus den Resten umgekehrt noch ein Organizer oder sowas, den ich dann mit meiner Tasche spazieren tragen kann. Dann kommt als nächstes ein Kunstleder und ich habe das Velour-Kunstleder genommen, das Double Face. Das ist auf der einen Seite so ein heller Sandton, auf der anderen ein etwas dunklerer. Ich möchte den hellen, den ich jetzt außen habe, auch sichtbar nähen. Und daraus werden all die Teile gemacht, die hier an der Tasche in Rot zu sehen sind. Das heißt also unten dieses aufgesetzte Fach und die Halterung für die Taschengurte
und auch die beiden Öhrchen, die die Tasche an den Seiten hat, die dann nochmal nach unten geknöpft werden. Dabei ist wichtig, das sollte ein Material sein, was nicht franzt, und dieses Velour-Kunstleder, das ist eins meiner absoluten Lieblingsmaterialien, was genau den Punkt perfekt erfüllt. Das wird an einigen Stellen offenkantig vernäht und deswegen ist diese Eigenschaft mit dem Nicht-Fransen so wichtig. Das bringen auch andere Kunstleder mit, allerdings sieht man da manchmal auf helle Kanten von der Textilrückseite. Aber das könntet ihr auch mit Materialien wie zum Beispiel Kork umsetzen. Eben alles das, was nicht einfach nur gewebt ist, sondern was durch eine Unterseite fixiert wird. Also alles, was im Prinzip mehrlagig aufeinander verklebte Materialien sind. Zum Verstärken verwende ich Stylewill, denn ich möchte, dass die Tasche ähnlich vom Volumen her wird, wie das Beispiel, was ich im Hintergrund stehen habe. Wenn ihr ein Kunstleder habt, dann bekommt ihr diesen Stand und das Volumen auch ein bisschen mit durch das Kunstleder. Bei dem Canvas gibt es eher diese etwas knautschigere Optik. Das Stylewill, das sorgt eben dafür, dass das Ganze trotzdem einen schönen Stand hat. Ich habe hier jetzt die Variante Stylewill Fix. Die kann man aufbügeln mit der Presse. Man kann es aber auch einfach aufnähen. Und ganz, ganz wichtig ist es vor allem in den Bereichen, wo wir hinterher dann diese Gurte ansetzen. Denn da gibt es gleichzeitig auch die Festigkeit, damit nichts ausreißt. Zusätzlich habe ich, das steht jetzt nicht in der Materialliste, eine Schabrackeneinlage, aus der ich den Boden noch ein zweites Mal zuschneiden möchte. Denn auch die gibt nochmal zusätzlichen Stand. Die schiebe ich dann tatsächlich einfach nur ein zwischen die einzelnen Lagen und werde sie mit den Bodennägeln fixieren. Und sie hat den Sinn, dass der Boden eben nicht so stark nachgibt, denn die Tasche möchte ich eher für den Alltag nutzen und anders als bei so einer Schwimmtasche, die ich meistens dann drinnen in irgendwelchen Fächern oder Regalen stehen habe, kann es durchaus sein, dass diese Tasche auch mal auf dem Boden abgestellt wird. Da ist es natürlich von Vorteil, wenn das Ganze dann so fest ist, dass die Bodennägel auch ihren Zweck erfüllen, nämlich den Boden vom Schmutz wegzuhalten. Und da unterstützt eben so eine zusätzliche Verstärkung dann eigentlich ganz gut. An zusätzlichem Zubehör brauchen wir einerseits Reißverschluss. Da habe ich mich für Rostrot entschieden, um so einen kleinen farblichen Akzent zu setzen. Eine ganze Menge Gurtband, und ich finde da besonders das Gurtband Soft schön, weil das hinterher nicht so dick ist. Wir haben einige Stellen, an denen es etwas kritisch wird, wenn man zu festes Gurtband verwenden würde. Und das hier lässt sich außerdem wunderbar über die Schulter tragen, ohne dass es irgendwie drückt. Dann haben wir so einiges an Hardware. Einerseits Karabiner und diese D-Ringe mit Steg, um den Gurt zu befestigen. Andererseits einen Schieber für den Gurt zum Verstellen und vier Schieber, die uns eigentlich nur als Leiter dienen zwischen der Gurthalterung und den Schultergurten, den Trägern für die Tasche. Dann natürlich die Lux-Verschlüsse, die haben wir ja eben schon mal einmal gesehen. Reißverschlusszipper, und ich habe mich entschieden, hier diese Kugelverschlüsse anstelle von Bodennägeln zu nehmen, weil diese Kugelverschlüsse in Gold erhältlich sind, während Bodennägel immer nur in Silber zu finden sind. Außerdem habe ich hier noch ein bisschen Nähgarn. Da brauche ich etwas mehr, denn ich möchte einerseits mit dem Dunklen vernähen, sodass es also nicht auffällt, wenn es irgendwo rausblitzt, und dann anschließend, je nachdem an welcher Stelle ich bin, in Hell oder in Rosa absteppen. Außerdem brauchen wir natürlich Scheren. Ich nutze im Augenblick sehr gern hier diese von Fiskars, die für den Canvas. Das hier ist die, die ich eher für sowas wie das Kunstleder und auch für das Stylewheel verwende, und diese zum Fädchen zurückschneiden. Dann habe ich die Vario-Zange mit dem Ösenwerkzeug für 8mm Ösen hingelegt, weil man damit für die Loksknöpfe die Löcher vorstanzen kann. Das geht aber notfalls auch mit einer Schere, das auszuschneiden. Außerdem habe ich schon den Spulenring parat gelegt, weil ich ja mit mehreren Farben absteppe. Den hatte ich euch in meinem letzten Video zur Ordnung im Nähzimmer schon mal gezeigt. Da parke ich dann immer die Spulen drin, die ich gerade nicht brauche. Dann natürlich, wie immer, Stecknadeln, um alles Mögliche aufeinander zu fixieren. Und der Wonderzip für ein bisschen bequemeres Aufziehen der Reißverschlusszipper. Und dann gibt es noch zwei ganz, ganz wichtige, unentbehrliche Dinge. Das erste ist die Hebamme. Das ist ein Höhenausgleich, der euch hilft, über Stellen zu nähen, die unterschiedlich dick sind. Also zum Beispiel, wenn wir dann die Öhrchen, wo die Loksknöpfe hinterher draufkommen, festnähen. Und einmal ein Rädchen, das ist so ein Kopierrädchen mit so Zähnen, und Kopierpapier. Das ist auf der einen Seite farbig beschichtet. Ich habe hier jetzt Gelb genommen, weil das gut zu meinem Stoff passt, also einen schönen Kontrast bildet. Und damit kann man dann in der Fläche verschiedene Markierungen übertragen. Ja, kommen wir also zum wichtigsten Kapitel des ganzen Videos, nämlich zum Zuschneiden und zum Nähen der Tasche. Ich habe mein Schnittmuster hier schon vorbereitet, also ausgedruckt und zusammengeklebt, und das Gleiche könnt ihr jetzt auch machen, falls ihr es nicht schon gemacht habt, damit wir dann hinterher Schritt für Schritt zusammen nähen können. Ganz wichtig ist, es ist in allen Teilen die Nahtzugabe von 1 cm schon enthalten, und das bedeutet, beim Zuschnitt haben wir es jetzt ganz einfach.
Wir legen die Teile auf den Stoff, stecken sie fest, schneiden drumherum und zwar immer in genau der Anzahl, die hier drauf vermerkt ist auf den Schnittteilen. Ich habe den Zuschnitt jetzt schon mal gemacht, ohne euch dabei Schritt für Schritt mitzunehmen, denn wir gucken uns jetzt einfach an meinen Zuschnitten einmal an, wo es Punkte gibt, auf die ihr achten müsst. Ich habe hier als erstes Teile, bei denen ist es total einfach, zum Beispiel einmal die Taschenvorderseite unten, da gibt es dann auch nochmal das Außenteil dazu und den Taschenboden, auch der ist aus den Standardmaterialien ganz einfach, also wird einfach so zugeschnitten, wie es draufsteht. Es gibt aber auch Teile und da gehört jetzt zum Beispiel der Taschenboden aus Schabracke dazu, den ich ja nochmal zusätzlich mache, bei denen ihr was beachten müsst. Bei diesem richtig festen Teil, was ich hinterher nur noch einschieben möchte, habe ich zum Beispiel die Nahtzugabe weggeschnitten. Das heißt also, ich habe mir vom Rand aus 1 Zentimeter abgemessen nach innen und einmal die Linie verbunden, so dass ich das zurückschneiden konnte. Denn das wäre mir an der Stelle, weil auch wieder viele Stofflagen gerade im Vorderteil aufeinander kommen, hinterher zu hart, den mit einzunähen. Beim Styleville hingegen habe ich die Nahtzugaben immer mit dran gelassen. Das kann man auch hinterher noch ganz gut zur Naht hin zurückschneiden. Und da finde ich immer ganz schön, dass die Naht es nochmal fixiert. Auch ein Teil, wo ich ein bisschen abgewichen bin beim Zuschnitt, ist das aufgesetzte Fach innen, diese zusätzliche Tasche. Denn ich habe ein Muster mit Richtung. Die Blumen sollen hinterher nicht entweder außen oder innen in der Tasche auf dem Kopf stehen. Deswegen habe ich es nicht im Bruch zugeschnitten, sondern habe mir an der Unterkante einfach den Zentimeter Nahtzugabe hinzugefügt und kann es dann so zusammennähen, dass hinterher sowohl innen als auch außen die Blumen stehen und das Muster stimmt. Ein Teil gibt es noch, bei dem ist die Besonderheit quasi schon eingezeichnet. Diese Besonderheit haben wir an der Taschenrückseite. Hier ist einmal der Zuschnitt aus Futterstoff bzw. aus Außenstoff. Da seht ihr, ist dieses Öhrchen mit dran und hier drunter liegt der Zuschnitt aus Styleville. Um den herzustellen, habe ich hier an dieser Linie das Ganze umgeklappt, denn dann kann ich das Ganze so zuschneiden, dass hinterher das Styleville nicht mit in dieses Ohr hineinragt, denn hier würde das einfach zu dick und zu knubbelig werden. Das heißt also, ihr müsst einmal, wenn ihr eure Verstärkung zuschneidet, das umklappen und habt dann eben einfach nur das gekürzte Teil und schneidet für den Außenstoff und den Futterstoff aber das ganze Teil zu. Ja, und bei dem Schnittteil können wir jetzt auch direkt bleiben, denn daran können wir uns auch angucken, wie die ganzen Markierungen übertragen werden. Es gibt bei dieser Tasche eine Vielzahl von Markierungen. Einerseits solche, die einfach eingeknipst werden, aber auch welche, die wir innerhalb der Fläche übertragen müssen. Und wir nehmen uns jetzt einfach mal eben genau dieses Schnittteil vor und gucken uns das nacheinander an. Nicht nur, wo sie hinkommen, sondern auch, wie man sie überträgt. Die erste wichtige Markierung ist diese Mittenmarkierung und die findet ihr nicht nur hier auf der Taschenrückseite, sondern es gibt sie auf der Vorderseite, es gibt sie am Reißverschlussfach und an vielen anderen Stellen auch. Und die übertragt ihr euch einfach, indem ihr so einen kleinen Einschnitt in die Nahtzugabe macht. Das nennt sich Knips und die helfen uns hinterher, Teile in der richtigen Position zueinander auszurichten. Noch einen Knips gibt es an der Seite und zwar für die Position für den Loksknopf. Auch hier wird das Ganze mit einem Knips übertragen. Und an dieser Position ist wichtig, dass wir uns hinterher auch merken, dass wir oberhalb und unterhalb des Knips verriegeln müssen. Nach dem Übertragen der Mittenknipse kommen jetzt die in dem Schnittteil drin liegenden Markierungen dran. Und dafür nutzen wir das Kopierpapier und das Rädchen. Ich habe mir erstmal das Schnittteil von meinen Zuschnitten runtergenommen, damit ich Platz habe, um das auszubreiten. Und bei diesem Kopierpapier ist ganz wichtig, dass die bunte Seite, also die mit der Kreide, die übertragen werden kann, zum Stoff gerichtet liegt. Das heißt also, ich breite dieses Ding jetzt erstmal aus, platziere mir das hier jetzt schön flächig auf mein Schnittteil und dann kann ich hier wieder das große Schnittteil drüberlegen. Das richte ich mir natürlich wieder genau an den Ecken aus, so dass es überall schön gerade liegt. Das kann ich jetzt auch schon mit dem Mittenknips überprüfen. Und jetzt übertrage ich mir von der Markierung für die aufgesetzte Tasche die Ecken. So, ich habe das Paket hier jetzt also so vor mir liegen und mein Futterstoff zeigt mit der schönen, also der rechten Stoffseite nach oben. Das heißt, ich möchte mich beim Übertragen der Markierungen zurückhalten, damit man nicht zu viele Spuren hinterher sieht. Diese Linie hier, die würde man hinterher zum Beispiel beim Reingreifen in die Tasche sehen, wenn ich sie durchradel. Das heißt also, ich gehe hier einfach nur an die Ecken und mit diesem kleinen Zahnrad drücke ich jetzt einfach das Kopierpapier punktuell an den Stoff. Jedes Zähnchen hinterlässt einfach einen kleinen Punkt und an diesen kleinen Punkten kann ich mich später orientieren. Ich mache das immer in den Ecken im Winkel und habe so anschließend Begrenzungspunkte, an denen ich mich orientieren kann, um mein Fach aufzulegen,
Aber wenn an irgendwelchen Stellen was krumm genäht ist oder nicht ganz trifft, dann sehe ich nicht hinterher die gelben Spuren, denn die Tasche wird ja nicht gewaschen. Das heißt also, man könnte sonst hier überall so einen Rahmen sehen. Ja, dann schauen wir uns einfach mal an, wie die Übertragungen aussehen. Sie sind nicht traumhaft gut zu erkennen, aber wenn man weiß, dass sie auf diesem Teil sein müssen, dann sieht man zum Beispiel hier diese kleine Ecke. Ja, genauso übertrage ich mir hier jetzt auch die Position für die Griffschlaufen und das Kreuz für das Gurtband, also die Positionsmarkierung für das Ende der Gurtbandschlaufe, die da hinterher eingenäht wird. Ihr könnt das ansonsten auch ausschneiden aus eurem Papierschnittteil und einfach direkt mit Kreide oder mit einem Stift durchzeichnen. Aber ich finde diese Variante mit dem Radeln immer ganz praktisch, weil hinterher das Schnittmuster nicht kaputt ist und stabiler bleibt. Wenn alle Markierungen übertragen sind, empfehle ich euch, wenn ihr so einen Stoff habt wie ich, also einen eher locker gewebten Canvas, Leinenstoff oder sowas, was sich leicht an den Rändern ausfransen lässt, dass ihr alle Teile aus diesen Materialien einmal versäubert. Ich weiß, das ist beim Thema Taschennähen ein strittiges Thema und Nahtzugaben, die verstürzt liegen, müssen normalerweise nicht zwingend versäubert werden, weil sie nicht so starker Reibung ausgesetzt sind. Aber ich empfehle euch, tut es trotzdem, spätestens wenn ihr eine Wendeöffnung zu eng genäht habt und da irgendwas durchwursteln wollt oder auch wenn ihr einfach unglücklich beim Nähen dran zieht, dann rentiert sich dieser kleine Zusatzaufwand. Ich mache das mit der Overlock, mit der dreifädigen Naht. Ihr könnt das aber auch mit dem Zickzackstich eurer Haushaltsnähmaschine machen. Nachdem ich jetzt alle meine Schnittteile einmal rundum versäubert habe, alle bei denen es nötig war, kümmere ich mich als nächstes um die Reißverschlüsse. Und zwar ist es bei Annabelle so, dass wir nicht, wie bei den meisten Taschen, als nächsten Schritt verstärken können, weil das Vorderteil zusammengesetzt ist. Das bedeutet, die Verstärkung läuft hier hinter diesen beiden Teilen durch. Also ziehen wir sowohl auf diesen Reißverschluss hier unten, als auch auf den, mit dem oben die Tasche geschlossen wird, jetzt von beiden Seiten jeweils einen Zipper auf. Damit das sauber funktioniert, ohne dass sich zwischen den Zippern eine Beule bildet, mache ich das Ganze mit dem Wonderzip, der erleichtert einfach dieses gerade Reinführen des Reißverschlusses. Jetzt ist der erste schon drauf. Es geht also wirklich super einfach. Und wie der Wonderzip genau funktioniert, das habe ich euch schon in vielen anderen Videos gezeigt und auch durchaus schon ausführlicher erklärt. Deswegen spare ich mir das jetzt hier an dieser Stelle und wir springen direkt zum Einnähen des Reißverschlusses. Der erste Schritt, wenn ich einen Reißverschluss einnähe, ist immer das Ende zu sichern, damit der Zipper nicht mehr runterflutscht. Das kann man mit Handstichen machen. Oder mit der Nähmaschine, das zeige ich euch jetzt mal, wie das geht. Ich habe mir den Reißverschluss hier jetzt so positioniert, dass die mittlere Markierung des Nähfußes exakt auf der Mitte der Reißverschlussraupe liegt. Das heißt also, der Fuß steht genau mittig auf dem Reißverschluss. Und dann habe ich einen Zickzackstich eingestellt mit einer Stichlänge von 0 und einer Stichbreite von 7. Damit kann ich jetzt einfach auf der Stelle nähen und die Nadel trifft immer rechts und links neben der Reißverschlussraupe ins Reißverschlussband. Wenn ich das so mache, dann bekomme ich damit einfach einen Riegel, der verhindert, dass der Zip hinterher runterrutschen kann. Und ich habe dabei weniger Arbeit, als wenn ich das Ganze von Hand mache. Ich habe hier jetzt als erstes den Außenstoff für meine Taschenvorderseite, dann habe ich den Reißverschluss und die Taschenvorderseite unten, das ist der breitere von diesen beiden Streifen aus Futterstoff. Die werden jetzt gleich zusammengenäht. An der Unterkante von der Taschenvorderseite lege ich jetzt als erstes den Reißverschluss an und zwar mit der Raupe auf die rechte Stoffseite. Und am Reißverschluss habe ich mir hier auch Mittenknipse gemacht und die richte ich jetzt so aus, dass ich den Mittenknips vom Stoff und den vom Reißverschluss erwische. Das lasse ich hier locker so liegen. Die Zipper habe ich an den Rand geschoben, da nerven sie mich nicht beim Arbeiten. Und jetzt kommt der breite Streifen rechts auf rechts zum Stoff da drauf. Und wichtig, wenn ihr ein Muster habt, dann achtet darauf, dass ihr jetzt das Muster nicht falsch rum da dran steckt. Und dann fange ich einfach vom Mittenknips aus an, die drei zusammenzustecken. Nadeln stecke ich mir immer im 90-Grad-Winkel zur Kante. Dadurch kann ich sie hinterher leicht rausziehen und notfalls auch mal drüber nähen. Jetzt wird der Reißverschluss zwischen den beiden Stoffen eingenäht und ich achte darauf, dass immer schön die Reißverschlusskante, also das Band und die Stoffkanten aneinander liegen. Und ich habe auf den Reißverschlussfuß gewechselt, damit ich jetzt bequem entlang der Raupe nähen kann und meinen 1 cm Nahtzugabe hier auch gut einhalten kann. Ich nähe mit dem Gradstich mit 2,5 mm Stichlänge, also quasi die Standardeinstellung der meisten Nähmaschinen. Ich kann jetzt als nächstes meinen Stoff umklappen und den Reißverschluss nach unten legen. Dabei liegen die Nahtzugaben von Reißverschluss, oberer Stoffseite und das Reißverschlussband alle in Richtung des oberen Stoffs. Und jetzt
wird hier einmal entlang gesteppt. Ich habe mir das gerade schon einmal gebügelt. Euch empfehle ich das auch zu tun. Gerade neben dem Reißverschluss verhindert das, dass hinterher der Stoff in den Zipper gezogen wird. Und wir bleiben dafür auch beim Reißverschlussfuß. Ich habe jetzt die Stichlänge auf 3,5 mm erhöht. Ich starte auch wieder damit zu verriegeln und ich führe die Stoffkante entlang der Kante des Reißverschlussfußes, um eine Orientierung zu haben, um wirklich gleichmäßig neben dem Reißverschluss entlang absteppen zu können. Als nächstes werden jetzt die beiden Zuschnitte für das Reißverschlussfach an den Reißverschluss angenäht. Einmal aus Außenstoff und einmal aus Futterstoff. Und es geht jetzt an die andere Seite des Reißverschlussbandes, das heißt da, wo noch kein Stoff ist. Damit das möglich ist, habe ich den Stoff von eben einfach nach oben hochgeklappt, damit er aus der Schusslinie ist. Und wenn es dazu neigt, runterzurutschen, kann man sich den hier schön einfach in der Fläche einmal mit der Stecknadel sichern, damit er nicht irgendwo hin abhaut. Beim Futterstoff, wenn ihr ein Muster habt, ist jetzt wichtig, dass ihr das Muster so legt, dass es mit dem Muster hier übereinstimmt. Das heißt also, es steht erstmal hier jetzt auf dem Kopf. Dadurch, dass es später runtergeschlagen wird, ist das aber kein Problem. Ich lege hier jetzt wieder Knips auf Knips, den Reißverschluss und den Futterstoff zusammen. Und dann kommt von oben mit der rechten Stoffseite zur rechten Stoffseite des Außenstoffs das zweite Teil drauf. Bei mir ist die rechte Seite jetzt die hellere Seite. Bei diesem Double Face Kunstleder könnt ihr das aber frei entscheiden, was euch besser gefällt. Auch da wieder Knips auf Knips. Alle drei Knipse werden zusammengefasst. Ich achte darauf, dass das Reißverschlussband wieder genau an der Kante anliegt und dann stecke ich es wieder fest. Auf der zweiten Seite habe ich jetzt die Stichlänge beim Annähen des Reißverschlusses auf 3 gesetzt, weil das Velour Kunstleder deutlich dicker ist als eben diese einfache Canvas-Stoff. Und auch hier achte ich jetzt wieder darauf, meinen 1 cm Nahtzugabe einzuhalten. Gerade wenn ihr mit dickerem Stoff arbeitet, ist es ganz wichtig, dass ihr dabei langsam näht, damit das klappt, das wirklich einzuhalten, weil der Reißverschluss und der dicke Stoff da so ein kleines bisschen gegeneinander arbeiten. So, hier ist jetzt also meine Naht und ich kann mir jetzt einmal den ersten Stoff runterklappen. Auf der Rückseite sieht es jetzt so aus. Und dann klappe ich mir auch den Außenstoff, also das Velourleder, einmal nach unten. Und als nächstes, wenn ihr jetzt bügelbares Material habt, wird wieder die Kante ausgebügelt. Wenn ihr es nicht bügeln könnt, dann steckt es euch gut nach unten weg und anschließend wird dann wieder entlang des Reißverschlusses knapp abgesteppt. Hier steppe ich jetzt mit einer Stichlänge von 4 mm entlang, denn ich habe jetzt ja zwei dicke Lagen von dem Kunstleder und ich orientiere mich wieder am Reißverschlussfuß, damit ich eine gerade Naht parallel zum Reißverschluss hinbekomme. So, nach dem Absteppen sollte eure Vorderseite jetzt so aussehen, möglicherweise mit einem anderen Stoff. Was als nächstes kommt, ist, dass wir die Verstärkung dahinter nähen. Ich habe anfangs gesagt, ich habe Style Will Fix, ich könnte das also auch aufbügeln. Aber beim Aufbügeln hier über diese dicken Stellen rüber, wo der Reißverschluss liegt, würde das wahrscheinlich nicht optimal an der Fläche halten. Und falls ihr mit normalem Style Will arbeitet, also ohne den Bügelkleber, dann könnt ihr es mit der Aufnäh-Variante auch machen. Auf der Rückseite könnte man bügeln, aber ich mache das jetzt einfach einheitlich mit dem Draufnähen. Der nächste Schritt ist auch tatsächlich für die Taschenvorderseite, die jetzt ja zusammengesetzt ist, und für die Rückseite gleich. Und dafür nehmen wir jetzt einfach die Style-Wheel-Zuschnitte zur Hand. Ich habe jetzt das Style-Wheel-Fix mit der Bügelkleberseite nach oben gelegt und dann den Stoff darauf. Man könnte es eben jetzt auch, wenn man das möchte, im nur oberen Bereich bügeln. Ich habe es mir erstmal an den Seiten festgesteckt und stecke es hier jetzt auch weiter. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, was eure Unterseite ist. Das erkennt ihr an der Form dieses Bogens. Und hier oben in dem Bereich, in dem jetzt der Stoff nicht verstärkt wird, also die Verstärkung zurückgeschnitten ist, da setze ich innerhalb der Fläche nochmal Nadeln, damit mir nichts verrutscht. Dann wird entlang der Oberkante einmal gesteckt und zum Schluss dann entlang aller Kanten einmal genäht. Ein wichtiger Punkt beim Nähen ist das Ende des Reißverschlusses. Da müsst ihr darauf achten, langsam drüber zu nähen, das ein bisschen so glatt zu streichen, dass keine Falten entstehen und ganz, ganz wichtig natürlich vorher die Zipper nach innen zu schieben. Und genäht wird überall innerhalb der Nahtzugabe, weil wir ja nur die Verstärkung fixieren wollen. Wer Bock drauf hat, kann natürlich auch die Fläche quilten und Muster reinnähen. Das geht mit dem Style-Wheel darunter wunderbar. Zum Festnähen der Verstärkung habe ich mir jetzt wieder einen Geradstich mit 3 mm Stichlänge eingestellt und ich beginne unterhalb
des Punktes, an dem die Verstärkung zurückgeschnitten ist, nähe dann erst einmal nach unten in Richtung Boden und rund um die Tasche herum und setze anschließend an der Oberkante wieder an. Dadurch habe ich die Möglichkeit, überall unsichtbar meine Verstärkung zu fixieren. Wenn ich jetzt über die Kante, also komplett der Verstärkung folgend, rübernähen würde, dann wäre hinterher an diesem Punkt, wo der Rückschnitt der Verstärkung ist, eine Naht zu sehen. Wenn ich jetzt auf den Reißverschluss zukomme, dann nähe ich langsamer, damit ich die Stiche gut kontrollieren kann und ich nähe über die Raupe rüber. Das solltet ihr allerdings nur dann tun, wenn ihr einen Reißverschluss mit einer Kunststoffspirale verwendet. Bei Metallzähnchen würde euch die Nadel brechen und da solltet ihr dann lieber die entsprechenden Zähnchen im Bereich der Naht entfernen. Vorder- und Rückseite habe ich jetzt in genau dieser Weise verstärkt und genauso geht es jetzt auch mit dem Boden. Und da mache ich es so, dass ich einfach einmal rundherum nähe. Ich beginne also einfach auf einer langen Kante, damit ich vor der Rundung bin und genau wie gehabt, gleiche Stichlänge, gleiche Einstellung der Nähmaschine geht es einmal drumherum. Meinen verstärkten Taschenboden, den lege ich jetzt erstmal wieder zur Seite, denn an der Vorderseite und der Rückseite der Tasche haben wir noch etwas zu tun. Und zwar hatten wir anfangs Markierungen übertragen. Ich habe die hier in Gelb nochmal nachgezeichnet. Ich hoffe, ihr könnt die gleich, wenn wir näher rangehen, ein bisschen besser erkennen. Was ihr dazu braucht, zu den beiden Taschenteilen, sind jetzt 4 von euren Schiebern, nämlich die, die als Leiter, als Befestigung für den Gurt genutzt werden. Und ihr braucht 4 kurze Gurtbandstücke, die einfach einmal erstmal um diese Schieber herumgefaltet werden. Das könnt ihr euch auch so vorbereiten und anschließend wird einmal neben dem Schieber abgesteppt, damit das Ganze hinterher nicht so ins Drehen gerät. Also wir fixieren im Prinzip mit einer Hilfsnaht unterhalb des Schiebers jetzt erstmal diese Gurtbandstücke. Um hier jetzt schön nah dran lang nähen zu können, habe ich wieder auf den Reißverschlussfuß gewechselt und ich nutze jetzt hinten die Hebamme. Das wird einfach unter den Nähfuß drunter geklemmt, dieses Teil, und sorgt dafür, dass der Nähfuß nicht verkippt. Wenn der Nähfuß verkippt, dann werden die Stiche unregelmäßig und der Transport kapituliert bei dem dicken Band. Deswegen lege ich das jetzt auch nochmal unter. Anheben war jetzt nötig, um hinten über die Kante zu kommen. Jetzt wird einfach durchgenäht und dann verriegelt. Und das Ganze wiederholt ihr mit euren anderen 3 Gurtbandteilen auch. Diese zusammengenähten Gurtbandstückchen, die werden jetzt auf die Markierung auf der Taschenvorderseite und Rückseite gelegt. Und ihr achtet dabei darauf, dass die Naht, die ihr hier knapp unter dem Steg gesetzt habt, also unter diesem Schieber, dass die in einer Linie mit der oberen Kante der Markierung ist. Unten sollte dann das Gurtband genau übereinstimmen mit der Unterkante des Kästchens, in dem das Kreuz eingezeichnet ist. Und rechts und links achtet ihr natürlich auch darauf, dass es mittig auf dieser Markierung liegt und dann könnt ihr euch das Ganze mit Nadeln feststecken. Ich habe die Nadeln hier jetzt über Kreuz ungefähr auf den Linien von diesem Kreuz, was gezeichnet war, gesteckt. So hält der Stoff wirklich gut mit dem Gurtband zusammen, auch wenn ich hier irgendwie gegendrücke. Und jetzt wird einmal ein Kästchen draufgenäht, dann die Nadeln gezogen und dann auch da einmal diagonal durch. Auch hier lege ich jetzt wieder die Hebamme unter, immer dann, wenn das Füßchen hinten über das Gurtband runterkippen könnte. Ich beginne die Naht wieder mit 3 Stichen vor und zurück zum Verriegeln und ich nähe weiterhin mit dem Reißverschluss Füßchen und einer Stichlänge von 3 mm, damit ich wiederum nah an dem Steg vom Schieber vorbeikomme und damit ich durch das dicke Material komme, ohne dass sich die Naht verzieht. Auf dieses Gurtband wird jetzt die Griffabdeckung platziert. Das waren die offenkantig zu vernähenden Stücke aus dem Velour-Kunstleder und ich stecke das jetzt rundherum fest, orientiere mich wieder an meinen gelben Markierungen und da achtet wirklich darauf, dass ihr es gut feststeckt. Ist nicht ganz einfach, weil natürlich das dicke Gurtband da drunter ist, der dicke Stoff da ist, aber setzt da ruhig viele Nadeln, notfalls erst ein paar Hilfsnadeln und steckt dann dazwischen, damit euch das beim Nähen nicht verrutscht. Denn durch diese Erhöhungen ist es auch schwierig, da genau zu treffen, das so zu halten, dass es sich nicht verschiebt und es wirklich picobello anzunähen. Aber es soll ja ordentlich aussehen hinterher. Mit den längs gesteckten Nadeln könnt ihr es so ein bisschen runterdrücken. Da stecke ich gleich auch nochmal eine längs. Und ganz, ganz wichtig ist es, hier unten auch nochmal zu fixieren. Und dann wird anschließend einfach einmal drum herum genäht.
Ich nähe jetzt die Griffabdeckung auf. Ihr ahnt es schon, die Hebamme drunter, wie gehabt, weil das Ganze dick ist. Und ich habe die Stichlänge erhöht auf 3,5, denn ich steppe jetzt ja sichtbare Nähte ab. Mit meiner Naht gehe ich jetzt ganz knapp an der Kante entlang. Und ich bleibe auch wieder beim Reißverschlussfuß, damit ich im Bereich des Schiebers keine Schwierigkeiten kriege. Ein bisschen schwierig ist die enge Rundung am Ende. Da empfehle ich euch, jeweils einen Stich schräg zu nähen und anschließend dann einfach durch das Anheben des Füßchens das Wenden so ein kleines bisschen zu unterstützen. Wieder einen Stich schräg, wieder ein Stückchen weiter wenden mit abgesenkter Nadel und angehobenem Füßchen. Und dann geht es auf die Geraden und da ist es dann auch schon deutlich einfacher. Wenn euch dann unten der untere Taschenteil in die Quere kommt, rollt ihr ihn einfach auf und auch da wieder die Richtung ändern, indem ihr die Nadel senkt, das Füßchen hebt und so arbeitet ihr euch Stich um Stich und Stück für Stück einmal um die Abdeckung herum. Nachdem jetzt meine Außenseiten komplett vorbereitet sind, geht es an die Innenseiten der Tasche. Da geht es vor allem jetzt erstmal um das aufgesetzte Fach, was ich nähen möchte. Und das war genau die Situation, wo ich anders zugeschnitten habe, als es im Schnittmuster vorgesehen ist, nämlich nicht mit einem Bruch, sondern so, dass mein Muster richtig steht. Deswegen lege ich jetzt meine beiden Teile rechts auf rechts zusammen und stecke sie rundum mit einer Wendeöffnung in der unteren Mitte aufeinander. Wenn ihr das Ganze im Bruch zugeschnitten habt, dann lasst ihr auch in der unteren Mitte eine Wendeöffnung, aber statt der oberen Kante, die dann zugenäht wird, habt ihr da die Bruchkante und schlagt euren Stoff einfach rechts auf rechts zusammen. Ich beginne meine Naht jetzt an der einen Seite meiner Wendeöffnung, verriegel natürlich und ich nähe mit einer Stichlänge von 2,5 und mit meinem ganz normalen Abstand, also der im Schnitt enthaltenen Nahtzugabe. In der Ecke senke ich die Nadel ab, heb das Füßchen und wende mein Projekt und nähe hoch zur nächsten Ecke. Bis dahin bleibt auch alles für diejenigen gleich, die im Bruch zugeschnitten haben. Und ich wende jetzt hier auch wieder. Wer im Bruch zugeschnitten hat, der näht einfach bis zur Ecke hoch und verriegelt dort. Für mich geht es jetzt hier an der Oberkante weiter, um das Muster zu stoßen. Und dann nähe ich bis zur nächsten Ecke und wende wieder einen Zentimeter, bevor ich aus dem Stoff herausnähe. Na, einen Stich kann ich noch. Wenn ihr jetzt im Bruch zugeschnitten habt, dann steigt ihr einfach an dieser Ecke mit einer neuen Naht ein, die ihr verriegelt, und näht dann genau wie ich auf die untere Ecke zu. Und wiederholt da jetzt ein letztes Mal das Absenken, Anheben und Wenden und näht dann bis zur zweiten Seite der Wendeöffnung. Das heißt, ihr behaltet hier in der Mitte ungefähr 10 cm offen. Bevor das innere Fach jetzt gewendet werden kann, schneide ich die Ecken schräg zurück. Ich mache das an allen vier Ecken. Wer hier oben eine Bruchkante hat, muss das hier nicht tun. Da geht dann die Naht ja bis oben durch. Der schneidet dann einfach nur hier unten schräg ab. Das dient dazu, dass hinterher die Ecken nicht krumpelig sind nach dem Wenden und ihr schneidet wirklich knapp vor der Ecke entlang, aber verletzt die Naht dabei nicht. Wenn die Ecken zurückgeschnitten sind, dann können wir unsere Tasche wenden. Und zwar, indem sie einfach einmal durch die Wendeöffnung umgekrempelt wird. Anschließend wird das gut ausgeformt. Dazu nehme ich als allererstes die Finger und dann zum Schluss einen Kantenformer. Dabei ist wichtig, dass jetzt wirklich die Nähte sich nicht auf eine Seite rüberziehen, sondern schön mittig liegen. So, in der Ecke kommen Kantenformer oder anderes Werkzeug zum Einsatz. Da mein Kantenformer abkömmlich ist, nehme ich jetzt einfach mal die Pinzette von der Overlock. Und es dient einfach dazu, dass man die Ecke hier nochmal so ein bisschen nach außen rausschiebt. Das macht man jetzt mit allen Ecken. Für diejenigen, die im Bruch genäht haben, ist eben die obere Ecke wieder leichter zu formen, weil da nicht zwei Nähte zusammentreffen. Da geht es also um die unteren Kanten und wer wie ich jetzt wegen dem Muster oder aus anderen Gründen zwei Stoffe zusammengenäht hat, der muss eben alle vier Ecken einmal formen. Euer Täschchen sollte jetzt so aussehen und damit das Ganze sich jetzt gleich sauber absteppen lässt, wird als erstes die Oberkante einmal gebügelt. Jetzt steppe ich mit dem Geradstich und mit einer Stichlänge von 3,5 die eben gut ausgebügelte Oberkante einmal knappkantig ab.
Anfang und Ende werden wie immer verriegelt. Ich habe mir jetzt auch die anderen Kanten ausgebügelt. Hier unten ist die Wendeöffnung, da sind die Nahtzugaben nach innen geschlagen und dann auch hier einmal eingebügelt. Und ich habe meine Tasche schon an den Markierungen ausgerichtet, die ich ganz zu Anfang mal vom Schnittbogen auf meinen Futterstoff übertragen habe. Jetzt stecke ich das Ganze hier fest. Einmal rundherum, da reicht bei sowas meistens auch wirklich in den Ecken, das zu fixieren. Und anschließend zeichne ich mir noch eine Teilungslinie ein. Zusätzlich zu den Ecken fixiere ich immer ganz gerne einmal innerhalb der Wendeöffnung. So, hier reicht mir wieder einmal die Ecke und oben auch. Und die Unterteilung könnt ihr einzeichnen, müsst ihr aber nicht. Das ist wirklich freiwillig. Wenn ihr hier jetzt das Ganze aufteilen möchtet auf zum Beispiel 2 oder 3 Fächer, nehmt ihr einfach ein Handmaß, legt es einmal gerade an, unten an der Unterkante. Und dann könnt ihr euch die gewünschte Einteilung einfach anzeichnen, zum Beispiel mit einem Kreiderädchen oder auch mit einem Strickmarker, ganz wie ihr möchtet. Und dann kann ich jetzt das Ganze einmal hier rundum aufsteppen und dann nochmal einmal meine Trennung einsteppen. Auch beim Aufsteppen der Tasche verwende ich jetzt wieder die Stichlänge von 3,5, habe mir die Nadel zur Seite gesetzt, um knapp absteppen zu können und starte mit der Hebamme, um den Höhenunterschied auszugleichen. Dann nähe ich hier einfach einmal entlang der Kante runter. Das Wenden in der Ecke ist wie gehabt und auf der unteren Strecke wird dann gleich mit dieser Naht auch die Wendeöffnung im gleichen Zuge geschlossen. Die müssen wir uns also nicht von Hand vornehmen. Für das Steppen der Unterteilung fange ich jetzt an der Unterkante an und stelle mir die Nadel wieder in die Mitte, damit ich mich an meinem Nähfuß orientieren kann. Ich steppe das Ganze von unten nach oben ab, damit sich keine Wellen bilden. Und wichtig ist, die Naht jetzt unten und oben gründlich zu verriegeln, damit sich hinterher nichts öffnet, wenn man in die Fächer hineingreift. Wir nähern uns jetzt mit riesigen Schritten dem Moment, wo das Ganze auch nach einer Tasche aussieht. Und dafür werden jetzt die Außenseiten und die Innenseiten am Reißverschluss miteinander verbunden. Das erste, was ich dafür gemacht habe, ist wieder die Zipper, die ich auf meinem Reißverschluss schon aufgezogen habe, an das Ende zu schieben. Dadurch, dass es verriegelt ist, können die da nicht abrutschen und so habe ich genügend Platz, dass ich den Reißverschluss anlegen kann an meinem Taschenteil, aber die beiden Zipper nicht im Bereich der Naht sind. Das könnt ihr einfach machen, indem ihr 5 cm mehr Reißverschluss abschneidet. Es macht es bedeutend einfacher, weil ihr euch spart, die Zipper während des Nähens zwischen den Stoffen hin und her zu bewegen, um sie der Nadel aus dem Weg zu bringen. So, hier habe ich jetzt meine Vorderseite der Tasche vor mir liegen, daneben den Reißverschluss und den lege ich jetzt an der Oberkante erstmal rechts auf rechts und beim Reißverschluss heißt rechts eben immer Raupe nach unten, auf meinen Stoff drauf. Und anschließend nehme ich meinen Futterstoff. Ich nehme hier jetzt die Seite, auf der ich die Tasche aufgenäht habe. Das ist aber eigentlich egal, wie ihr es lieber mögt. Und den richte ich jetzt auch hier an der Kante aus. Und dann stecke ich mir das Ganze fest und achte dabei wieder darauf, dass der Reißverschluss hier wirklich mit seinem Band exakt an den beiden Stoffkanten anliegt. Genauso wie wir das beim ersten Reißverschluss eben auch schon hatten. Ich beginne meine Naht tatsächlich an der äußersten Stoffkante, verriegel das Ganze, nähe wieder mit dem Reißverschlussfuß, da ich ja nah an der Reißverschlussraupe entlang möchte. Und ich halte mich jetzt hier wieder pingelig genau an meinen 1 cm Nahtzugabe, damit ich hinterher an diesen beiden überstehenden Ecken keine zu breiten Stofflagen bekomme. Jetzt wird der Stoff umgeschlagen, also so, dass die beiden Stoffe richtig rumliegen, wie sie auch später in der Tasche liegen, der Futterstoff mit der linken Seite zum Außenstoff. Und dann bügelt ihr euch hier oben am Reißverschluss die Kante gut aus. Und dabei ist ganz, ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, dass hier hinten der Futterstoff auch richtig schön nach unten weggezogen ist, damit sich da nicht so kleine Beulen bilden, die hinterher dann in den Zipper gezogen werden. Ja, nach dem Bügeln könnt ihr euch das Ganze abstecken, damit bei den jetzt deutlich dickeren Lagen der Stoff nicht wieder nach oben rutschen kann. Und dann anschließend steppen wir die Kante ab. Jetzt steppe ich wieder mit einer Stichlänge von 3,5 knapp entlang des Reißverschlusses, so wie wir das auch bei dem ersten Reißverschluss gemacht haben. Und damit sichere ich die Stoffe dagegen, dass sie in den Reißverschluss reinrutschen. Und es sieht einfach auch ordentlicher aus. Jetzt wiederholen wir das Gleiche mit den beiden anderen Taschenseiten. Ich habe jetzt die Rückseite meiner Tasche mit der rechten Stoffseite nach oben vor mir liegen.
Und auch da lege ich jetzt einfach den Reißverschluss mit der Raupe nach unten an der Kante an. Da der Reißverschluss jetzt schon an meiner Taschenvorderseite hängt, lege ich also die komplette Vorderseite rechts auf die Rückseite, richte mir aber alles am Reißverschlussband aus. Mit der Innenseite, dem Futterstoff, geht es ganz genauso. Auch den lege ich einfach wieder an der Reißverschlusskante an. Damit liegt er automatisch rechts auf dem Futterstoff des Taschenvorderteils. Und die rechte Stoffseite des Futterstoffs liegt, wenn ich hier meine Taschenvorderseite wegklappe, auch rechts auf dem Außenstoff meines Taschenrückenteils. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr darauf achtet. Außenstoff guckt mit der schönen Seite, mit der rechten Seite nach oben, Reißverschlussraupe nach unten darauf und dann den Futterstoff mit der rechten Seite nach unten. Dann habt ihr ein Sandwich, bei dem ihr außen nur noch linke Stoffseiten bzw. Verstärkung seht. Und dann ist alles richtig und ihr könnt den Reißverschluss wieder feststecken. Jetzt nähe ich wieder die Stofflagen mit dem Reißverschluss dazwischen zusammen, halte wieder den 1 cm Nahtzugabe streng ein und anschließend wird es genau, wie wir es eben auch schon hatten, aufgeklappt, umgeschlagen, einmal gut ausgebügelt und dann abgesteppt. Nachdem jetzt beide Seiten des Reißverschlusses abgesteppt sind und der Reißverschluss oben zwischen Futter und Außenseite eingenäht ist, habe ich mir die Teile so gedreht, dass jeweils die Futterstoffe und die Außenstoffe rechts auf rechts liegen. Der Reißverschluss liegt dabei in der Mitte und dann wird einfach an den Seiten entlang die Kante zusammengesteckt. Einmal von der oberen Ecke bis zum Boden jeweils die Futterseiten und einmal jeweils die Außenseiten. Unten am Taschenboden, da bleibt das Ganze noch offen. Und es gibt zwei Punkte, auf die jetzt ganz genau geachtet werden muss. Das erste, worauf wir achten müssen, ist, dass im Futterstoff an einer der beiden Seiten eine Wendeöffnung bleibt. Ich lasse da immer relativ viel Platz, damit man hinterher auch diese dicken, voluminösen Verstärkungen gut durchfädeln kann. Also ich habe hier ungefähr jetzt 20 cm. Meistens nähe ich einfach von oben und unten ungefähr 10 cm und dazwischen ist dann meine Wendeöffnung. Auf der anderen Seite, bei den Außenstoffen, da müssen wir jeweils oberhalb und unterhalb der Markierung für den Loks-Knopf verriegeln, damit, wenn wir hinterher mit dem Knopf durch die Naht gehen, hier nicht die Nähte aufgehen und die Tasche sich in sich selbst auflöst. Ich stecke mir dafür immer zwei Nadeln mit ungefähr dem Abstand, den hinterher das Loch für den Knopf haben wird, sodass ich dann weiß, direkt vor dieser Nadel einmal verriegeln, dann nähe ich die Stiche einfach durch und verriegel hinter dieser Nadel direkt wieder. Und dann kann man bis unten durchnähen und das muss hier auf beiden kurzen Kanten der Tasche gemacht werden. Beim Futterstoff nähe ich jetzt wieder mit einer Nahtzugabe von 1 cm, wie sie im Schnittmuster vorgegeben ist, mit einer Stichlänge von 2,5 mm und dem einfachen Gradstich einmal von unten nach oben durch, auf der einen Seite, auf der anderen dann eben entsprechend bis zur Wendeöffnung und wieder hinter der Wendeöffnung. Und ganz wichtig ist, es wird nicht oben über den Reißverschluss genäht, sondern wirklich einfach nur der Kante gefolgt, um die Rundung herum, bis zum Ende dieses Zipfelchens, was am Rand eben übersteht. Bei der anderen Seite, beim Außenstoff, mache ich dann gleich das Gleiche, setze aber meine Stichlänge hoch auf 3,5 mm, weil ich die zwei Lagen dicke Verstärkung mitnähe. Jetzt gucken wir hier auf den Außenstoff an der Taschenseite, die wir eben zusammengenäht haben. Ich habe die Position mit dem Knips gesucht, den habe ich etwas vergrößert. So tief solltet ihr den natürlich nicht einschneiden, aber es geht mir darum, dass ihr es jetzt gut erkennen könnt. Hier soll gleich der Loksverschluss angebracht werden. Und zwar werde ich das Teil, also das Unterteil des Verschlusses, durchstecken von dieser Seite zur Innenseite und dann dort verschrauben. Und weil es etwas bequemer ist, als wenn man das Loch später einstanzt, was mit der Variozange möglich ist, aber eben etwas hakelig, weil da viel Stoff zwischen muss. Aus dem Grund trenne ich jetzt zwischen meinen beiden verriegelten Punkten hier die Naht ein Stückchen auf. So ungefähr 1 cm und achtet da auch wirklich drauf, dass ihr nicht eure Verriegelung mittrennt. Und durch diesen 1 cm kann ich jetzt das Gewinde nach innen stecken. Mit dem Daumen ein bisschen festhalten. Das ist jetzt so ein kleines bisschen fummelig, dass man da auch richtig ankommt. Aber ihr seht, es kommt nach innen durch. Und jetzt kann ich hier meinen Verschluss verschrauben. So, wenn ihr den Loksverschluss eingesetzt habt, dann könnt ihr als nächstes den Reißverschluss öffnen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wir wollen jetzt den Boden einnähen. Und der Reißverschluss muss offen sein, damit mit eingenähtem Boden überhaupt die Tasche noch gewendet werden kann. Für den Boden greife ich mir jetzt erst beim Außenstoff einmal die Nähte und den Boden selber und lege ihn rechts auf rechts mit dem Mittenknips von der kurzen Kante an der Mitte der Naht an.
Da fixiere ich ihn. Ich mache das immer mit Stecknadeln, weil das einfach punktueller fixiert und besser hält als Klemmerchen. Aufgrund der dicken Stofflagen kann es aber sein, dass ihr da ein bisschen Schwierigkeiten habt, die Nadel durchzustecken. Also greift zur Not auch zur Stoffklammer und wiederholt dann das Ganze einfach auf der gegenüberliegenden Seite. Und wenn diese beiden Punkte fixiert sind, dann wird der Boden an den Vorder- und Rückseiten festgesteckt. Auch da wieder Knips auf Knips. Und wenn ihr alle Knipse und somit alle Mitten positioniert habt, dann könnt ihr anschließend den Rest des Stoffes verteilen. Im Bereich der Ecken solltet ihr dann noch ein kleines bisschen die Nahtzugaben einknipsen. Hier an der Ecke kann man jetzt ganz gut sehen, dass sich eine Falte bildet, wenn ich um die Rundung herum möchte. Das liegt daran, dass die Nahtlinie nicht hier vorne an der Kante ist, wo ich beides schön aufeinander legen kann, sondern um 1 Zentimeter nach innen versetzt. Hier seht ihr einen großen Stoffüberschuss und damit sich der jetzt so verteilen kann, dass wir hinterher möglichst keine Falte bekommen, knipse ich die Nahtzugabe ein. Damit schaffe ich Platz, damit sich der Stoff einfach an den Stellen, wo zu viel ist, übereinander schieben kann. Und da, wo mehr Platz gebraucht wird, kann man ihn dann ein bisschen auseinanderziehen. Und es macht Sinn, das entlang der kompletten Rundung zu tun. Um den Boden jetzt einzunähen, fange ich auf der Mitte einer langen Kante an und habe wieder die Stichlänge von 3,5 wegen der dicken Verstärkungen. Und ich nähe jetzt vorsichtig immer zur nächsten Nadel, kontrolliere dann, dass wirklich die Kanten noch aufeinander liegen. Und arbeite mich so langsam zur Ecke vor. An den Ecken, das sind jetzt die Stellen, wo es so ein bisschen tricky wird. Da muss man jetzt darauf achten, dass die Nahtzugaben vom Boden auseinandergedehnt werden an den Einknipsen und die von den Taschenseiten werden leicht übereinander geschoben, damit wirklich vor der Nadel die Stoffe dann immer glatt liegen. Das bedeutet auch, dass ich hier etwas langsamer nähe und bei jedem Stich darauf achte oder bei jedem Stückchen Stoff, das unter den Nähfuß gerät, dass das auch wirklich alles ordentlich liegt. Und man kann zwischenzeitlich immer mal wieder den Nähfuß bei abgesenkter Nadel heben, um sich den Stoff so ein kleines bisschen zurechtzuschieben, damit sich nicht durch den Nähfuß kleine Stofftürme vor der Nadel aufbäumen. Mit der Seite aus Futterstoff gehen wir jetzt ganz genauso vor. Das heißt also auch hier achtet ihr in den Ecken darauf, dass ihr ordentlich die Kanten aufeinander liegen habt und keine Falten in der Nahtlinie. Allerdings nähen wir das Ganze jetzt wieder mit der reduzierten Stichlänge von 2,5 mm, denn die Stoffe sind deutlich dünner. Jetzt kommt der Moment, wo ich mit meinen Bodennägeln, beziehungsweise ich nehme ja diese Kugelverschlüsse, die Schabrackeneinlage auf dem Boden befestige. Das mache ich aus dem Grund jetzt, weil es für mich viel, viel leichter ist, diese kleinen Schrauben zu kontrollieren, wenn ich die Tasche noch nicht gewendet habe, als wenn ich das hinterher versuche im, ich sage mal, Blindflug an der bereits gewendeten Tasche zu machen, wenn mein Futterstoff mir quasi im Weg ist und den Blick verdeckt. Das ist ein kleines bisschen fummelig. Ihr steckt dabei aber eigentlich nur die Schraube durch die Löcher, die ihr in eurem Boden und in eurer Schabrackeneinlage habt, beziehungsweise stecht ihr mit einer Ahle jetzt oder mit einer Nadel die Löcher vor, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann setzt ihr den Boden einfach an den entsprechenden Punkten an und könnt durch die Wendeöffnung jetzt und durch den geöffneten Reißverschluss hindurchfassen und ertastet euch da jetzt den Punkt, wo die Schraube wieder durch das Loch durchgekommen ist, um es zuzuschrauben. Das müsst ihr noch nicht bombenfest anziehen, es dient nur jetzt erstmal dazu, den Boden zu fixieren, solange es noch einfach ist. So, der Boden mit den Bodennägeln bzw. Kugelverschlüssen ist dran und jetzt greife ich einfach durch die Wendeöffnung hinein und schnappe mir den Boden mittig und ziehe ihn zur Wendeöffnung hin, um das Wenden der Tasche zu beginnen. Ich mache das immer so, dass ich den Boden zuerst versuche durchzuziehen, weil ich dann die Tasche hier relativ gut in den Griff kriege, um sie zusammenzufalten. Und jetzt ist es so ein kleines bisschen wie bei einer Geburt. Wir hoffen, es reißt nichts. Wir hoffen, dass was rauskommt, ist schön. Und es macht verdammt viel Arbeit. Wenn ihr jetzt eure Tasche gewendet habt und die Futtertasche noch so schön griffbereit nach außen zeigt, dann könnt ihr direkt auch die Nahtzugaben an der Wendeöffnung nach innen schlagen, das Ganze feststecken, einmal ausbügeln und dann optimal von Hand mit dem Matratzenstich oder auch knapp mit der Maschine zunähen. Beim Reißverschluss könnt ihr die Enden einkürzen, sodass, wenn hier noch ein längeres Stück übrig war, das Ganze zurückgeschnitten ist ungefähr auf die Höhe des Stoffs. Und wenn damit eure Verriegelung verschwindet, dann steckt ihr am besten erstmal so eine Nadel quer, damit euch die Zipper nicht runterrutschen können. Jetzt kommen wir zu der tatsächlich kniffligsten Stelle an dieser Tasche. Wir haben im Augenblick hier die Reißverschlussenden noch offen. Die sollen aber zusammen mit den Endstücken und dem Gurt
der zum Schultergurt anhängen eingenäht wird, hier runtergebogen und dann festgeknöpft werden. Das bedeutet, wir müssen hier jetzt also unsere Endstücke nähen. Dafür gibt es diese Zuschnitte, die ihr euch rechts aufeinander legt. Und dann werden die erstmal einmal drumherum geschlossen. Die Oberkante bleibt offen. Weswegen diese Stelle hier jetzt so tricky ist, ist, weil hier auch noch die Gurtbandstücke mitgefasst werden, an denen hinterher der Schultergurt eingehängt werden kann. Das heißt also, wir haben hier die doppelte Stofflage, die Reißverschlussraupe, zwei Lagen Gurtband und hinterher vier Lagen von dem Kunstleder, die zusammengenäht werden müssen. Das ist eine ganze Menge und es bedeutet für euch langsames Nähen, dicke Nadel, ich empfehle euch eine 100er Nadel zu verwenden und unter Umständen ein bisschen Nervennahrung bereitlegen. Das ist so eine Stelle, da kann es durchaus sein, dass man mal trennen muss. Hilfreich ist wieder die Hebamme, weil wir natürlich dadurch auch sehr große Höhenunterschiede haben und wenn man das damit ausgleicht beim Nähen und auch durchaus im Nähprozess nochmal die Hebamme nachschiebt, dann kommt man viel, viel besser zurecht als ohne. Zum Zusammennähen der Endstücke verwende ich die Stichlänge 3, weil das Kunstleder an sich schon ein kleines bisschen dicker ist, als das einfache Stofflagen wären. Und da nähe ich jetzt einfach einmal mit der Nahtzugabe von einem Zentimeter drumherum. An den Ecken und engeren Radien ist es wieder hilfreich, die Nadel abzusenken und den Fuß anzuheben, um den Stoff gut ausrichten zu können. Das Loch für den Loksverschluss, das habe ich schon vorgestochen als Markierung. Da reicht es aber auch, wenn ihr das als Markierung übertragen habt. Hauptsache, es ist irgendwie festgelegt, bevor ihr das ganze Teil gleich wendet. Als nächstes knipse ich jetzt hier an diesen Ecken die Nahtzugabe V-förmig bis kurz vor die Naht ein. Das schafft wieder, ähnlich wie vorhin beim Boden, Platz, damit Stoff zusammenrücken kann. Und entlang dieser leichten Rundung schneide ich auch ein. Ihr könnt auch hier V-förmig knipsen, aber einschneiden reicht im Zweifelsfall auch. Bis hier unten, da kommt die Ecke wieder in V-Form raus. Und dann unten an der Rundung entlang wieder einmal knipsen und für die andere Hälfte ganz genauso. So, jetzt wende ich diese Endstücke. Das ist ein kleines bisschen fummelig, weil es eben relativ eng ist und dabei hilft euch wieder ein Kantenformer, um das schön auszuformen. Und anschließend werden die einmal rundum abgesteppt. Und ganz besonders unten in den Ecken darauf achten, dass es eine schöne Form gibt und die Nahtzugabe sich glatt legt, damit beim Steppen gleich die Nadel da keine Schwierigkeiten hat, durch das Material durchzukommen. Damit mir gleich das Absteppen nicht beim Einklappen der oberen Nahtzugabe in die Quere kommt, mache ich das schon jetzt. Ganz wichtig dafür, die Nahtzugaben werden auseinandergelegt und dann steckt ihr das am besten tatsächlich mit Nadeln fest. Nicht ganz so einfach, weil es dicke, feste Lagen sind, wenn ihr dieses Kunstleder benutzt, aber es hilft, damit euch das gleich nicht verrutscht. Auf der anderen Seite genauso und dann könnt ihr es einfach so ein kleines bisschen an der Oberkante formen, damit es wirklich schön gerade um diesen einen Zentimeter eingeschlagen bleibt. Ich steppe jetzt knappkantig mit einer Stichlänge von 3,5 mm entlang dieser äußeren Kante. Am Anfang hilft wieder die Hebamme und ich nähe langsam, denn das Ganze ist jetzt für die Nähmaschine schon eine kleine Herausforderung. Mit den D-Ringen wiederholen wir jetzt das, was wir vorhin schon mal mit den Schiebern hatten, nämlich das Umschlagen mit dem Gurtbandstück und dann das knappe Entlangsteppen mit dem Reißverschlussfuß. In mein abgestepptes Endstück stecke ich jetzt das Gurtband rein. Das habe ich hier zurückgeschnitten auf eine Höhe, dass das hier so gut reinpasst. Und dann drücke ich mir das zur Oberseite meines Endstückes hoch. Hier unten bleibt jetzt Platz. Und mit diesem Platz wird das Ganze auf den Reißverschluss, auf diese Öhrchen aufgeschoben. Das ist ein bisschen knifflig. Es ist auch ein bisschen knifflig, das gleich zu nähen, aber wenn ihr das geschafft habt, dann seid ihr fast fertig mit der Tasche. Ich habe mir jetzt das Ganze hier unter dem Nähfuß positioniert. Am Anfang, da wo das Gurtband noch nicht mitgefasst wird, da reicht die halbhohe Höhe der Hebamme. Und ich habe die Nadelposition komplett nach links geschoben, damit ich knappkantig nähen kann. Meine Stichlänge habe ich mir erhöht auf 4,5, weil ich durch die dicken Lagen sonst nur noch mit stockenden Stichen durchkommen würde. Und ich habe auf die 100er Jeansnadel gewechselt, damit die Nadel diesen Stofflagen und vor allem der Reißverschlussraupe hier auch genug entgegensetzen kann. Ich stelle mir die Nähmaschine auf ganz, ganz langsam ein und dann geht es vorsichtig los.
Wenn ihr ein paar Stiche genäht habt, dann kommt der Punkt, wo der Nähfuß den Berg hoch muss, um auf das Gurtband quasi drauf zu klettern. Dann klappt ihr die Hebamme komplett zusammen und schiebt sie wieder dahinter, damit ihr die Dicke ausgleichen könnt. Dann geht es über die Reißverschlussraupe. Das bedeutet, ihr müsst möglichst langsam nähen. Und bevor es jetzt auf der zweiten Seite wieder runtergeht, schiebe ich mir die Hebamme hier schon mit dazu, damit sie auch hier den Nähfuß wieder abstützen kann, wenn es vom Berg runtergeht. Ab und an stockt die Maschine, wenn es sich kreuzende Nähte gibt. An den Punkten nähe ich dann einfach einen Stich mit dem Handrad, bis ich wieder darüber hinaus bin. Und geschafft! Hier an der Unterseite der Endstücke soll jetzt ein Loksknopf angebracht werden. Dafür habe ich in die Variozange das 8 mm Ösenwerkzeug eingesetzt und setze das jetzt mittig auf meine vorgestochene Markierung an und drücke einmal kräftig durch, damit ich das Loch bekomme, durch das ich dann den Knopf einsetzen kann. Das Gewinde wird einfach durchgesteckt und der Knopf von der anderen Seite verschraubt. Ja, wenn ihr dann beide Loksknöpfe angebracht habt, dann könnt ihr die schon schließen zu dem seitlich angebrachten Unterteil und eure Tasche einfach so ein kleines bisschen formen, sodass sich hier diese runtergeknöpften Bögen schön ergeben. Überstehende Fädchen werden natürlich abgeschnitten, falls ihr da genau wie ich nochmal welche entdecken solltet. Und was uns jetzt noch fehlt, ist einerseits der Schultergurt, der dann hier eingehängt wird, und andererseits sind es die beiden Taschengriffe, die auch aus Gurtband gemacht werden. Die werden jetzt einfach durchgezogen durch die Schieber in der oberen Hälfte und festgenäht, und der Gurt wird aufgefädelt wie immer beim verstellbaren Taschengurt. Da das Baumwollgurtband grob gewebt ist, nähe ich unten über die Enden jeweils jetzt mit dem Zickzackstich drüber, um zu verhindern, dass es hinterher aufribbelt, wenn es an der Tasche angebracht ist, oder dass sich Fasern zu den Seiten rausschieben, wenn wir es dann hinter den Ringen und Schiebern fixieren wollen. Wenn ihr ein Gurtband aus Polyester habt, dann könnt ihr die Enden auch einfach mit dem Feuerzeug so ein kleines bisschen ansengen. Dann werden sie auch fest und haltbar. Bei Baumwollgurtband ist der Zickzackstich da die beste Wahl. Ich gehe da durchaus auch mehrfach drüber, damit das Ganze dann eben auch wirklich ein bisschen Festigkeit bekommt. Der Gurt wird zum Festnähen jetzt durch die Schieber durchgezogen und ich achte immer darauf, dass er so liegt, dass ich ihn hier auf die Kante stellen kann, denn damit kann ich überprüfen, dass er nicht verdreht ist. Unten am Schieber habe ich mir das Ende eingeschlagen, sodass es hier zwischen den beiden Lagen Gurtband verschwindet. Und da setze ich dann einfach die Klammern drauf, um es zum Annähen zu fixieren. Das Gurtband nähe ich jetzt mit zwei parallelen Nähten mit einer Stichlänge von 3,5 an, hinten wieder mit der Hebamme am Start. Und die legt ihr auch am besten nach dem Zurücknähen wieder dran, wenn sie euch wegflutscht, damit die Stiche wieder sauber werden. Und ich mache das einmal mit der Nadel auf der ganz linken Position und verriegele das und anschließend das gleiche nochmal mit der Nadel auf der ganz rechten Position. Wenn alles planmäßig geklappt hat, solltet ihr jetzt noch genau diese Teile übrig haben. Euren Schultergurt, einen Schieber und zwei Karabiner. Und damit kommen wir auch zum großen Finale und fädeln als erstes ein Ende des Gurtes durch den Schieber durch. Von da aus geht es einmal von oben nach unten durch den Karabiner und dann zieht ihr das Ganze so ein kleines bisschen weiter auf und geht den Schieber nochmal von oben nach unten, also genau auf dem gleichen Weg wie in der ersten Runde, einmal durch mit dem Gurt. Dann wird das Ende, so wie ihr es von eben kennt, einmal eingeklappt und das Ganze wird dann mit Klemmerchen gesichert. Das ist schon das ganze Geheimnis beim Auffädeln eines Gurtes. Gleich wird natürlich hier einmal drüber genäht. Vorher ziehen wir aber direkt auch den Gurt durch den zweiten Karabiner. Da ist es ganz einfach. Einmal durch und direkt dahinter umschlagen, denn hier wird direkt am Karabiner festgenäht. Ja, und für diese letzten beiden Nähte bleiben wir auch wieder bei den Einstellungen, mit denen wir eben schon die Gurtbänder zusammengenäht haben, also die Stichlänge von 3,5, und ihr könnt wahlweise ein oder zwei Nähte setzen, um das Ganze zu fixieren. An der Seite mit dem Schieber hilft es wieder, wenn man sich ein bisschen Platz verschafft, indem man einfach viel Gurt durchzieht, sodass der Karabiner ein ganzes Stück vom Schieber weit weg ist. Und dann stellt man sich den Schieber neben dem Nähfuß so ein bisschen auf. Und dadurch, dass wir relativ viel Gurt umgeschlagen haben, passt das dann auch, dass der Nähfuß noch komplett auf dem Gurt aufliegt. Auch da am Anfang natürlich wieder die Hebamme hinterlegen.
Ja, damit ist der Weekender Annabelle fertig. Ich glaube, für mich wird es so ein kleines bisschen das erste Frühlingsteil, denn so grau, wie es momentan draußen ist, sehe ich die Farbkombination noch nicht an meiner Garderobe. Aber ich finde nach wie vor den Stoff wunderschön, freue mich auch, dass er dezent mit was zum Entdecken wirkt bei diesem Schnittmuster. Und ich hoffe natürlich, dass es euch auch gefallen hat, ihr Freude am Video hattet, so sehr wie ich jetzt Freude an meiner Tasche habe. Und natürlich wäre es super, wenn ihr mir euer Feedback in die Kommentare schreibt, Däumchen da lasst, den Kanal abonniert, das Glöckchen aktiviert und schaut auch gerne nochmal auf dem Kanal von Snapply vorbei, denn da gibt es auch regelmäßig Videos mit mir.